So, dann schauen wir mal, ob es hart geworden ist. Ja, wunderbar. Schön hart, gummiartig. Dann können wir jetzt anbauen für den Gips. Dafür habe ich vier Bretter hergerichtet. Die sind in der Höhe in etwa 1-2 cm höher als der Mund oder der höchste Punkt. Und die wollen wir jetzt erstmal wieder mit einer Trennschicht einschmieren mit Wachs, sodass das Gips dann nicht hängen bleibt am Holz, dass sich das löst. Das ist ganz wichtig, sonst klebt es dran. Das brauchen wir jetzt nicht sparen, da können wir gleich mal ein bisschen mehr auftragen, weil da ist eigentlich schon immer eine extreme Verbindung da. Gleich beim Gips, wenn die Poren offen sind, hängt sich das Gips, das ist ja so fein, hängt sich dann so fest rein. So, vierte Brett noch. Gut, so, dann werden wir das jetzt hier anbringen. Wir lassen ungefähr einen Zentimeter frei. Das wäre dann ungefähr so, gleichmäßige Abstände zu dieser Skulptur. Und wir werden auch hier eine Zwinge ansetzen, damit das Ganze auch zusammenhält. So, was ich jetzt noch immer ganz gerne mache, ist, ich trage jetzt hier überall ein bisschen Ton auf, unten am Rand, sodass der Gips, wenn irgendwo ein Löchlein sein sollte, nicht durchläuft, weil dann haben wir schon ein kleines Problem. Rings, das mache ich rundherum. Das ist einfach zur Vorsorge, damit die Suppe nicht durchläuft, wenn irgendwo eine Hohlstelle ist. Solange das noch flüssig ist, könnte das ja irgendwo durchrutschen. So, dann hätten wir das auch geschützt. Und jetzt können wir schon den Gips anrühren. Also ich nehme halt immer gerne Stuckgips her. Am besten wäre Alabastergips, den gibt es aber nicht überall. Genau, man kann auch den typischen Maler Elektriker-Gips auch hernehmen, da sind halt Kunststoffe drin und Beschleuniger. Ja, nehme ich jetzt nicht so gerne her, aber kostet nicht viel. Dieser Stuckgips gibt es im Baumarkt zu kaufen. Gut, jetzt können wir schon das Gips anrühren und dann eigentlich aufgießen. Und hier habe ich noch Schrauben vorbereitet, also Stahl. Ich werde überall so ein bisschen am Rand entlang Schrauben reintun, damit der Gips in sich auch ein bisschen eine Stabilisierung bekommt, Armierung sozusagen. Das mache ich immer ganz gerne, damit er nicht so leicht bricht, auseinanderbricht. Gut, dann gehen wir zum Gips rüber. Da werden wir jetzt mal erstmal das Wasser reinschütten. Also ich mache jetzt die Schale erstmal zur Hälfte voll. Nicht ganz. Fangen wir mal mit einem Drittel an. Und dann werden wir hier das Gips einfüllen. Und zwar, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ja. Und zwar einsumpfen nennt man das. So viel, wie das Wasser eben aufnehmen kann. Vielleicht machen wir es mal so ein bisschen hier. Also die richtige Menge ist eigentlich immer ganz wichtig. Und wenn ich merke, beim Einstreuen, jetzt ist kein Wasser mehr übrig, das das Gips aufnehmen kann, dann sind wir eigentlich schon ganz gut. Aber jetzt machen wir noch Wasser rein, weil das ist jetzt erst mein Test gewesen, wie viel Wasser das wir brauchen. So.
Also man sieht es, das Wasser zieht immer noch, nimmt immer noch den Gips auf. So, jetzt hat, merkt man die Sättigung. So in etwa würde das funktionieren. Jetzt lassen wir es ein bisschen einsumpfen. Dass es zu schnell trocken wird. So, jetzt merkt man schon, wir haben hier eine schöne Suppe. Ja, das gefällt mir ganz gut. Schaut gut aus. Jetzt rühren wir es noch ein bisschen um, dass das Ganze homogen wird. Also die Menge ist entscheidend. Und zwar zwischen Wasser und Gips. Das muss man so machen, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Es gibt ja auch die Situation, dass der Gips schon ein bisschen Feuchtigkeit drin hat. Dann kann man eben, man kann eben nicht immer die Mengen gleich angeben, das geht nicht, weil einfach der Gips auch unterschiedlich ist. So, jetzt würde ich sagen, gießen wir das ein. Okay, dann machen wir das mal ganz langsam. Fangen wir natürlich hinten an, unten an den Rändern und schauen wir, dass wir keine Luft reinbekommen jetzt. Schön nacheinander reingießen und wir haben jetzt hier die Kante als Maß. Jetzt verteile ich das schon mal unten. Ich möchte nämlich gerne erstmal von unten raus, dass das hier schon mal das Gips drin ist. Das ist das Wichtigste. Und dann auch mit der Spachtel so ein bisschen nachrütteln, sodass auch wenn Luft drin wäre, dass die Luft raus kann. Kann man mal ein bisschen klopfen. Vorsichtig. So, dann machen wir die nächste Gipstranche. Schauen wir mal, was passiert. Na, das ist noch zu weich.
So, machen wir weiter. Das Ganze sollten wir jetzt schon ein bisschen zügig machen, damit nicht der Gips schon anzieht auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann flüssig nachgeschüttet. Sollte eine gute Verbindung hergestellt werden. Gut, da hätten wir jetzt vielleicht eine größere Schüssel vielleicht verwenden können. So, jetzt probieren wir mal, ob wir die Schrauben da reinbringen. Sollten halt jetzt nicht ganz runterfallen. Jawohl. So passt es. Weil die Ecken brechen halt schon immer ganz gerne weg, sage ich jetzt mal. Gerade an den Ecken bringe ich jetzt die Schrauben an. Als Armierung. Jawohl. So, dann gießen wir nochmal schön aus. Ja, da brauchen wir jetzt dann schon eine größere Menge. Dann habe ich hier noch ein paar Schrauben übrig, die lege ich jetzt auch noch mit rein als zusätzliche Verstärkung. Bevor ich die letzte Schicht aufgieße. So, dann können wir nochmal mit dem Hammer ein bisschen vorsichtig klopfen. Auch so, damit die Luft ein bisschen nochmal sich hochbewegen kann. So, und dann werden wir jetzt die letzte Schicht aufgießen, bis es eben ist. Schauen wir, ob das schon reicht. Das reicht. Also höher will ich es nicht machen, als wie die Hölzchen hier. Okay. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch zu warten, bis es ausgehärtet hat. Wenn er aushärtet, wird er warm. Wenn er dann schön handwarm ist, dann ist er eigentlich soweit. Das dauert mit Gips ja nicht lange. Ich sage jetzt mal 10 Minuten, Viertelstunde. Dann melden wir uns wieder. So, dann machen wir weiter. Jetzt hat die Aushärtung stattgefunden, spürt man dann, wenn es warm geworden ist. Jetzt kühlt es ab und das ist jetzt das Zeichen für mich, wenn es abkühlt, dass wir jetzt aufmachen. Jetzt wird spannend, geht die Form raus oder nicht. Schauen wir mal, ob die Holzbretter runtergehen. Jawohl, die gehen schon mal ganz sanft runter, ohne Hammer eigentlich. So wie ich es mir gewünscht habe, aber das ist jetzt nur dem geschuldet, dass es gut eingewachst war. So, es gibt ein paar Komplikationen, also der Ton geht doch nicht so gut runter vom Silikon. Jetzt habe ich es vorsichtig rausgeschnitten und jetzt werden wir mal ein bisschen Wasser reintun, damit wir das Tongesicht aktivieren. Und dann hoffentlich löst sich das Ganze. Also die Silikonform von der Gipsform, die geht sehr gut runter, nur umgekehrt. Die Silikon vom Ton geht nicht so ganz gut runter, aber jetzt wollen wir es mal einwässern, so dass es hier mal sich aktivieren kann. Und dann schauen wir, ob wir das rausbekommen. So, dann werden wir es jetzt mal, haben wir es mal 10 Minuten einwirken lassen. Jetzt versuchen wir mal jetzt so mit Gefühl das Ganze am Silikon rauszuziehen. Das Silikon ist natürlich auch an den Ecken. Ah, jetzt bewegt sich schon mal was.
Vielleicht können wir hier noch mal ein bisschen nachhelfen. Wie gesagt, mit Gefühl, damit nicht, dass das Silikon dann reißt. So, drehen wir mal das Ganze. Vielleicht können wir es mit dem... Das habe ich mir ein bisschen leichter vorgestellt. Aber wie gesagt, mit Ton, das noch nicht so hart ist, mit dem wäre es jetzt leichter gegangen. Will noch nicht so raus. Jetzt werden wir natürlich auch die Silikonform nicht kaputt machen. Jetzt bewegt sich was raus. Jetzt kommt sie raus. Jetzt hat sie verloren. Jawohl. Jetzt haben wir geschafft. So. Dann werden wir das hier noch rausnehmen. Ja, also das Ton löst sich nicht so gut vom Silikon. Das habe ich mir leichter vorgestellt. Jawohl, hier haben wir den Mund. Das heißt, hier passt die Silikonform rein. Jetzt werden wir noch mal schauen, ob noch irgendwelche Ecken überstehen wegen den Hinterschneidungen, so dass wir dann auch keine Schwierigkeiten bekommen später dann mit dem Gips. Und jetzt werden wir erstmal die Silikonform reinigen mit Wasser. Und aber ich kann es euch mal zeigen, so schaut es dann jetzt aus. Und da wollen wir jetzt dann den Gips reingießen. Und ja, wir sehen uns später nochmal.